Einen wunderschönen guten Tag hier direkt von der Nordbau. Ja, mal nicht aus der Werkstatt. Wir sind hier heute mal ein bisschen bei Niemann und bei Maffel und vor allem auch bei Nordbau. Ja, wir gucken uns das alles mal ein bisschen an, laufen hier locker mal rüber, werden aber ein bisschen auch bei Maffel am Stand stehen, ein bisschen Spaß haben mit dem schönen Maschinen da. Ja, und ich setze mich bestimmt auch noch mal einen Bagger rein, ne? Das kriegen wir auch noch hin. Ich würde sagen, Feuer frei, ne? Seit wann seid ihr eigentlich auf der Nordbau? Wir sind seit der ersten Nordbahn, seit 1990 sind wir schon dabei. So alt wie ich bin. Ja. Also das ist ja unfassbar. Meine Zehnte ist es wahrscheinlich. So ungefähr seit 10 Jahren mache ich das hier. Ja, nicht schlecht. Warum macht ihr das? Oh, das ist eine gute Frage. Ja, wir wollen natürlich unseren Kunden was Gutes tun, wollen ein bisschen unsere Produkte zeigen, wollen aber auch gerne eine Wurst ausgeben und gerne ein Bier und einfach eine gute Zeit haben und mal einen guten Schnack. Dann spare ich mir die dritte Frage auf jeden Fall. Bier und Wurst, da bin ich dabei. Ja. Bist du die ganze Zeit auf der Messe da? Und wie läuft die Organisation von so einer Messe? Das ist doch mega anstrengend, diese ganzen Kräne, ja. Bagger und alles hier irgendwie organisatorisch, logistisch hinzubekommen. Das stimmt. Wir fangen so gute 2 Wochen vorher an, unsere Containeranlage aufzubauen. Dann kommen vereinzelt die Maschinen und dann ist so das Feintuning eigentlich in der Woche vor der Nordbau. Da werden die Maschinen ausgerichtet und ich begleite eigentlich fast alles und bin auf jeden Fall die ganzen 5 Tage immer vor Ort. Was können wir denn hier noch alles sehen? Oh, wir können alles sehen, was wir haben. Also vom Avant über den großen Kran da drüben bis zum Sennebogen, die ganze Manitous und natürlich da drüben unsere Werkzeugwelt. Haben wir alles für euch vorbereitet. Gucken wir jetzt mal ein bisschen rum. Ich will mich auf jeden Fall mal in so ein Manitou reinsetzen, fähr mal einen Bagger rein. Ich weiß gar nicht, was die alles da haben. Bagger, so also einen kleinen Bagger haben die auf jeden Fall. Da setzen wir uns gleich mal rein, gucken uns das mal an. Und dann wollen wir aber sehen, dass wir zu den Maschinen kommen, die für uns Holzer auch interessant sind. Ne? Also Maffel. Wir wollen zu Maffel. Ich will mir das mal ein bisschen erklären lassen. Die haben auf jeden Fall interessante Maschinen. Das schauen wir uns mal an. Ne? Wollen wir in den rein? Darf man einfach rein? Natürlich, wir dürfen alles. Hä? Hallo? Ich habe hier die absolute Kompetenz. Ich darf hier machen, was ich will. Guck mal, der ist ja nicht auf, ne? Ist ja auch groß, oder? Hey, hier kommst du echt nicht rein. Ist alles abgeschlossen. Gut, dann gibt es eine kleine Planänderung, würde ich sagen. Das Ding steht aber dann auch auf dem Bau hier, ne? So ein Tritt. So stelle ich mir das zumindest vor. Also ich sag mal so, ist mächtig, ne? Fast so wie bei mir im Auto. Handyhalter hast du da, ein iPad hast du auch. Schlüssel? Oho. Schlüssel hast du auch. Das ist schon wild, ne? Wilde Maschine. Ach, ich sag mal, haben würde ich ihn gerne, aber was wollen wir damit machen? Habt ihr eine Idee? Schreibt es mal in die Kommentare. Was würdet ihr mit so einem Manitou machen? Ich meine, der hat jetzt eine Palettengabel drauf, ne? Hochregal können wir auch noch holen. Jetzt haben wir natürlich hier so einen dicken Pott gesehen, ist alles cool. Macht sicherlich auch Spaß, damit zu arbeiten. Aber uns interessieren ja Handmaschinen. Und die wollen wir uns jetzt mal angucken. Denn Niemann ist auch mit allen Handmaschinen, glaube ich, da. Oder mit super vielen auf jeden Fall. Und vorhin sind wir ja bei Maffel eingeladen. Da wollen wir natürlich als nächstes hin. Wir gucken einmal kurz, was die sonst noch haben. Und dann geht's zu Maffel. Und dann lassen wir uns mal ein paar schöne Maschinen erklären und gucken uns das Ganze mal an. Das ist der Patrick und der zeigt uns heute mal ein bisschen was und nicht stören lassen, hier sind natürlich auch viele Leute, aber das ist ja auch gut. Das heißt, wir gucken uns ein paar Maschinen an, wir werden es wahrscheinlich nicht alle angucken können und deswegen müssen wir eine Auswahl treffen. Und da habe ich, wolltest du noch irgendwas sagen? Entschuldigung, ich bin hier, das ist Patrick, habe ich ja gesagt. Ne? Hi, ich bin Patrick von Maffel. Ich selber habe auch so ein paar Favorites, weil ich finde das Zimmereihandwerk auch super, super interessant. Da hast du einmal die NFU auf jeden Fall, die habe ich mir gewünscht. Und die Dämmstoff. Ist es Dämmstoffsäge? Dämmstoffseilsäge. Genau. Dämmstoffseilsäge. Die will ich mir auf jeden Fall angucken, weil die finde ich einfach mega fancy. Und die dritte Maschine darfst du dir aussuchen. Ja. Ich wünsche mir als Tischler, da wird es nämlich auch sehr interessant, wünsche mir auf jeden Fall die Handkreissäge, die mit Vorritzfunktion. Mhm. Ja. Die finde ich geil. Dann hast du irgendwas erzählt von der Flexi-Schiene. Ja, ich will wissen, was das ist und womit das funktioniert. Ja. Und die dritte darfst du dir auch wieder aussuchen. Ja, ja, klar. Das ist gut, oder? Ja, schön. Dann schauen wir uns als erstes mal die Dämmstoffseilsäge an. Sigi, hast du schon mal sowas gesehen? Nein. 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 Okay. Ich kenne diese Teddywolle, weißt du? Ja. Beim Trockenbau hast du immer so Teddywolle. Ja. Und das haben wir mit einem alten Brotmesser gemacht. Ja, okay. Aber wahrscheinlich ist das ein bisschen was anderes. Ja, genau, das ist ein bisschen was anderes. Hier haben wir ja feste Holzweichfaserplatten. Ne? Wer die schon mal gesägt hat, der wird wissen, es ist immer eigentlich eine Mordsauerei, ne? Sowas zu sägen. Und natürlich, jetzt haben wir hier eine 60 mm Platte. Aber natürlich, wenn ich das Ganze natürlich auch noch hochgehen bis 120, 160 mm und so weiter,
Platten werden immer schwerer, immer größer und natürlich auch von der Dicke her auch immer schwieriger zu bearbeiten. Irgendwie wollen wir das besser machen und vor allem auch genauer. Wir arbeiten ja immer hier so mit Schienen ganz gerne. Ich glaube, das machen Tischler ja auch immer, ne? Boah, eine Schiene ist immer gut, ne? Eine Schiene ist immer nicht verkehrt, ne? Und damit das jetzt hier hält, ne, haben wir uns hier noch was Cooles überlegt. Und zwar sind da so Pika drin. Ne? Und diese Pika, die sorgen dafür, dass ich halt hier mach den da fest. Und dann ist die Schiene dementsprechend fest. Da war wieder einer, der hat sich dabei was gedacht, ne? Genau. Ja, ja. Hier kannst du aber anfassen. Ach, die ist ja, das ist ja ganz entspannt. Genau. Also für die Größe, man denkt, sie ist schon. Ja, ja, man denkt, er hat das schwer. Und hab dann hier dementsprechend einen sehr sauberen Schnitt damit gekauft. Wie hat man sowas denn sonst gemacht? Wahrscheinlich auch irgendwie mit einer Handkreissäge oder so, ne? Da haben wir bei 60er Platten wahrscheinlich immer noch Glück, aber dann, genau. Ich stelle mir das jetzt vor, weil hier kriegst du den Span natürlich weg, oder Span ist das ja gar nicht, das ist ja hier den Faserdämmstoff. Ja, genau. Und da verstopft die Säge doch voll schnell, oder? Genau, richtig, ne? Siehst du, Problem gleich erkannt. Genau, ne? Da verstopft ziemlich schnell eine Säge, so der Schutz geht nicht mehr zurück und so weiter, muss man freipusten, alles Mögliche. Und hier ist es dann halt so. Natürlich, je größer das wird, ich meine, wir haben natürlich auch noch 85er Handkreissäge. Aber es ist natürlich auch ein Geschoss, ne? Wollte gerade sagen. Ja, und bei so einem Band wird natürlich schnell klar, das habe ich auch schon erkannt, weil das Musterstück liegt ja hier. Man kann halt auch so Rundungen und sowas ausschneiden, ne? Genau, das wird ja auch mal zeigen. Da wird das natürlich interessant. Das ist eigentlich so das, was der Endeffekt ausmacht. Kann ich auch mal kurz zeigen. Hier ist so ein Räumer dran. Das hat nichts mit dem Antrieb zu tun. Ach so. Der räumt im Endeffekt, wenn ich jetzt den Längsschnitt gemacht habe, räumt er hier das Material, zieht das hier hoch, damit ich es dann vernünftig absaugen kann. Ah, okay. Ich dachte tatsächlich, dass das mit dem Antrieb zu tun hat. Nee, genau. Das ist einfach witzig. Nur, damit die Sägefuge im Endeffekt freigekommen wird. Ne? Und das nehme ich dann einfach hier. Das kann ich dann einfach hier rausnehmen. Ne? Bei dem Schnitt, den ich jetzt machen möchte, weil der würde sonst halt dementsprechend stören. Zurückfahren, genau. Und hier seht ihr jetzt auch, das ist das, was quasi der Räumer sonst mit rausnimmt. Ja, ja, genau. Vom Material her. Und so habe ich dann halt einen wirklich sauberen Ausschnitt. Und wenn ich mir das jetzt so dick vorstelle, dann natürlich noch. Aber ich kann auch noch ganz wilde Sachen machen. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn er sagt, das wird jetzt ganz wild. Zimmer reinblieben, bitte. Ja. Wenn man mal ein bisschen was ausschneiden will, ne, dann kann man das halt hier auch machen. Hier wird gearbeitet. Jetzt gucken wir uns die NFU an. Ist für mich als Tischler natürlich, so habe ich natürlich sofort gesehen, ist ein Fräskopf drin. Ne? Das kann man nämlich sehen. Jetzt habe ich nämlich keine Ahnung, wie die Maschine funktioniert, aber man kann es so schon sehen. Ich habe es schon mal gesehen, wie es funktioniert. Ist natürlich als Zimmerer wahrscheinlich sehr, sehr praktische Maschine. Die gibt es auch gar nicht irgendwie anders. Ne? Also ihr habt das Ding erfunden, ne? Ja. So. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Die Idee, die hinter der Maschine steckt, ist einfach, dass man sagt, alles klar, wir haben hier den Grund im Endeffekt hier von der 85er Handkreissäge. Und haben uns gedacht, was können wir eigentlich noch daran verbessern oder verändern. Und haben dann hier einen Fräskopf draufgesetzt mit 60 mm Breite. Dadurch, dass jetzt dieser kleine Fräskopf drauf ist, können wir jetzt halt hier einige Sachen mitmachen. Die Höheneinstellung ist hier ganz einfach, ne? So wie bei der Handkreissäge. Hier, wie du jetzt hier siehst, haben wir jetzt ja hier so dementsprechend 4 cm Zapfen gefräst. Ne? Was du sonst halt einfach mit der Handkreissäge irgendwie einsägst und dann das freiklopfst oder was auch immer, sodass man in einem Arbeitsschritt einfach schnell Zapfen gefräst. Ja, überzeug mich. Aber da ist noch nicht Schluss. Da ist noch nicht da Schluss, noch nicht es geht Schluss. Noch weiter. Das ist ja wie im Kino hier. Was brauchen wir noch für Verbindung? Ja, das musst du mir sagen, da kann ich dir leider nicht helfen. Wir brauchen ja vielleicht auch noch mal irgendwie eine kleine Klaue oder sowas, ne? Ja, das ist wohl so, wenn du das sagst. Ich glaube, ich vertraue dir blind. Und hier ist es so, hier kannst du dann einfach die Drahtzahl von der Dach im Endeffekt einschalten. Und hast dann schnell und einfach dann auch eine Klaue gefräst. Geiles Teil.
Du hast ja gestern schon gesehen, wir haben eine 185er Handkreissäge. Genau, richtig. So für mich eigentlich das genau richtig. Genau, ist ja schon 18,5 Schnitttiefe. Ne? Ist ja. Das schon mal was, sag ich mal. Ne? Aber gerade wenn du jetzt so eine sparende Köpfe abschneiden willst oder sowas. Ne? Die haben meistens mehr, ne? Ja, gerade wenn du auf schräg stellst oder so, dann wird es halt weniger. Ne? Ja. Und deswegen brauchst du halt auch mal ein bisschen größeres Gerät. Die ist Hartmetall bestückt. Und hier vorne so eine Feinschnittkette. Ja. Ne? Und damit wirst du gleich im Schnittbild sehen, können wir Schnitte erzeugen, die ähnlich sind wie bei der Handkreis. Ah, okay. Ich habe ein bisschen Späne gemacht hier. Kannst nicht quaken, ne? Das ist schon ordentlich. Also. Hast du dann auch dementsprechend sauberen Abschnitt. Ja. Ja, Gehörschutz ist natürlich auf dem Bau immer wichtig. Ja, irgendwas ist ja immer, ne? Ja. Ja, geil. Muss ich also auch haben, sagst du? Eigentlich ja. Ja, gut. Ich bin mal gespannt, die erste Kettensäge für Tischler, wann die kommt. Aber du hast da übrigens ein bisschen Staub auf der Linse. Jetzt geht's nämlich, jetzt schlägt das Tischlerherz noch höher, weil wir gucken uns jetzt die Tischlereimaschine an, die ich ja teilweise auch schon getestet habe. Videos unten verlinkt, auf dem Kanal von Niemann. Wir haben einmal die Tauchkreissäge, die Stichsäge und natürlich, also mein absoluter Favorite, die ich noch nicht getestet habe, ist die Erika. Und die heißt wirklich so, für alle, die es nicht wissen. Aber eigentlich weiß es jeder, ne? Eigentlich weiß es jeder, dass das die Erika ist, das ist die Tischkreissäge. Oder Zug, wie heißt das Ding nochmal? Unterflurzugsäge. Unterflurzugsäge, genau. Das ist ein Ausdruck, den ich zwar noch nie benutzt habe, ernsthaft, aber es ist natürlich eine geile Funktion. Was einem auch hier, finde ich, immer auffällt, ist, hier ist gar kein Loch. Ist geschlossen. Ist geschlossen. Ne? So, nun ist ja die Frage, oder warum ist sie geschlossen? Natürlich super mit der Absaugung. Ne? Wenn ich hier das Ganze geschlossen habe, habe ich natürlich eine optimale Absaugung, als wenn ich hier noch einen Querluftzug habe. Hm. Aber wie kriege ich die jetzt auf? Ganz einfach. Ich drücke hier rein, mache den Hebel nach oben und kann dann hier das Sägeblatt wechseln. Und das Coole ist jetzt auch noch, das ist gleich arretiert. Ich muss da nicht noch irgendwie einen Knopf drücken oder so, um die Welle festzuhalten, sondern das dementsprechend gleich arretiert und kann dementsprechend schnell das Sägeblatt wechseln. Das Ganze ist dann hier auch stromlos, dass der Schalter dann nicht mehr funktioniert. Und das sind alles so Punkte, wo ich echt, das ist so ein Unterschied zu meiner, ich habe eine ganz normale Handkreissäge, die schon ein paar Tage älter ist. Die macht so ihren Dienst, aber ich hatte die ja nun auch als Testobjekt und das ist schon, da merkt man dann halt so aus der Praxis raus, dass da so viele kleine Finessen dran sind, die das Leben leichter machen. Echt geil. Ich bin mega begeistert von der Säge. Ja. Und das kann ich ja mal sagen, was das Spezial an dieser Schiene spezial ist, dass der Staubsauger an der Schiene angeschlossen wird, man die Maschine über einen zusätzlichen Schlauch anschließt und dann saugt sich die Schiene an der Platte fest. Genau. Das heißt, sie kann nicht verrutschen und ich brauche sie nicht festspannen. Hier drüber und da drüber. Und das ist natürlich einfach und clever, ne? Weil wer kennt es nicht, immer diese Zwingen festmachen beim Schneiden, das geht natürlich auch. Aber ist natürlich immer aufwendiger, ne? Und so saugt sich das Ding fest, reicht und ist halt ein einfacher Schnitter, ne? Habe ich es gut zusammengefasst? Sehr gut. Jetzt müssen wir natürlich, damit das Ganze funktioniert, damit es sich ansaugt, halt den Staubsauger einschalten. Ach ja, stimmt. Jetzt ist ja die Automatik. Genau. Ne? Und jetzt sieht man hier auch, ne, dass ich hier jetzt halt das Ganze dann dementsprechend festgesaugt habe. Schienenführung hier durch die einfache Nut hier, durch die Aufkantung sehr gut, sehr wenig Spiel drin. Dadurch habe ich halt auch hier eine gute Führung für einen sauberen Schnitt. Dann haben wir ja hier, hattest du eben schon gesagt, haben wir hier die Vorritzfunktion. Ja. Ne? Genau. Jetzt mache ich mal einen Schnitt quasi mit Vorritzfunktion und jetzt fahre ich einmal ganz durch. Ja, und dann können wir so dann können wir uns quasi das Ergebnis einmal anschauen. Ja, kann man ganz gut sehen. Hier ohne Vorritzfunktion, also normal durch beschichteten Plattenwerkstoff einmal durchgeeiert. Und hier mit Vorritzfunktion sauber, ne? Kann man nicht anders sagen. Wie geht's weiter? Ja, Thema Sägen ist ja immer groß, da bleiben wir heute auch. Also jetzt geht es nicht mehr woanders hin, glaube ich. Ja. Ja, jetzt geht es um die Stichsäge, ne? Wie ist die nochmal? PA1CC, genau. PA1CC. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie keine Sägeblattführung hat, wie Standard. Wie man es eigentlich schon seit 100 Jahren kennt. Und dadurch habe ich halt mehr Blattausnutzung, ne? Ist das richtig oder ist das falsch? Das ist wahrscheinlich richtig, ne? Ja, also genau. Ich habe mehr das
Ja, dadurch, dass das Blatt ja nicht in dieser Führung immer bleiben muss, kann ich ja mehr Hub nutzen. Ja. Genau. Was passiert auch noch, wenn dieses Blatt in der Führung drin ist? Das schlagert hin und her. Das schlagert hin und her. Das soll ja diese Führung verhindern. Ja, genau. Und natürlich, aber dadurch wird das Blatt auch noch ein bisschen warm. Stimmt, ja. Was mehr Reibung. Ein Teil, was warm wird, ist natürlich dann für die Präzision jetzt auch nicht so das Beste. Nicht optimal. Ne? Auch suboptimal. Weil was auch noch auffällt, sonst hast du ja auch einen Tisch, den du noch schwenken kannst. Ja. Haben wir hier auch nicht. Ah. Warum haben wir das nicht? Weil wir einfach festgestellt haben in der Entwicklung, dass wenn du den Tisch einmal verstellst, dann kriegst du den nie wieder auf 90 Grad. Dann hast du nie wieder. Nee. Nie wieder. Ne? Kannst du dich noch so bemühen, das wird nie wieder was. Ja, deswegen haben wir gesagt, alles klar, wir machen hier eine feste Platte und wenn ich dann schwenken möchte, dann gibt es dazu halt auch so eine Schwenkplatte. So. Ne? Womit ich dann halt auch präzise dann halt auch hier in dem Fall dann meine Winkel einstellen kann. Die kann ich auch noch neu. Also das ist genau. Sorry, ich werde wieder hier überrascht. Ne? Ich liebe Überraschungen. Genau. Ne? Du kannst dann halt so kleine Wellen machen. Ja, ja, das ist Erika. Erika kennt man seit wie vielen Jahren? Seit wann gibt es die? Oh, das weiß ich gar nicht genau. Seit den 80er. Also auf jeden Fall schon ewig lange. Genau, jeder kennt ewig sie. Lange. Also jeder, der genau. Irgendwie was mit auf dem Bau macht, mhm. Eigentlich kennt sie, oder? Kennt sie. Ja. Steht in also vielen Tischler, sogar in vielen Tischlereien steht die Erika in der Ecke. Ja, sicher. Also wir, ja. Egal, wo ich gearbeitet habe, wir hatten immer eine Erika. Ja. Also tatsächlich. Genau. Also weil diese Zugfunktion ist geil. Ja. Und halt, das war ja auch damals schon immer eine super solide Maschine. Also als ja. Die beste Tischkreissäge, die du eigentlich mitnehmen kannst, wenn du irgendwie auf Baustelle. Also zumindest, ja. So kenne ich das. Ja. So kenne ich das. Ja. Genau. Definitiv. Ja. Jetzt ist das natürlich nicht mehr die aus den 80er Jahren, nee. Sondern da wurde ja genau. Schon was gemacht, ne? Ja. Da, so wie bei den anderen Sachen auch. Fangen wir mal mit dem Multifunktionsanschlag an. Also im Endeffekt kannst du hier halt deinen Winkel einstellen, den du gerne haben möchtest. Und der Vorteil ist jetzt immer, egal was du hier für einen Winkel einstellst, ne, wenn man irgendwie sowas hier nimmt, du hast hier immer 90 Grad. Ich kann halt hier ein Brett anlegen, dadurch, dass ich halt diese Unterflurfunktion habe, ist halt nicht wie eine normale Tischkreissäge, die halt einfach nur feststeht. Sondern ich kann damit halt auch sägen und kann damit halt auch ziehen. Genau, also mein Werkstück ja. Steht quasi still genau. Und das Sägeblatt bewegt genau. Sich. Genau, ne? Ja, Werkstück steht still und Sägeblatt bewegt sich. Ja, dadurch habe ich halt auch eine deutlich bessere Präzision halt im Endeffekt. Genau. Ja? Genau, kann halt dann dementsprechend auch hiermit dann arbeiten. Das nächste ist, man will ja auch gerne mal verdeckte Schnitte machen oder so. Was ist jetzt an dem Keil so ein bisschen blöd? Ja, ist natürlich im Weg. Der steht jetzt über, genau, ne? Steht über. Guck mal, da machst du einfach so. Und dann steht er nicht mehr über. Ja. Ne? Und kannst dann auch verdeckte Schnitte machen. Ja. Ne? Dann ist es so, du hast auch mal gerne unebenen Boden. Ne? So wie hier jetzt. Ne? Ja, genau. Ja. Gerade weil das ja eine mobile Säge genau. Ist. Genau, sieht man ja auch hier den Schotter und so. Ne? Ja. Und hier gehe ich einfach hin, drück darauf. Ne? Und dann steht sie fest. Ah ja, okay. Ne? Vielen Dank. Ja. Das war mein inneres Blumenpflücken mit dir ja. Hier bei Muffel. Ja, ja, ich habe viel gelernt über die Maschinen. Wir haben natürlich jetzt erstmal nur ein paar Highlights rausgesucht. Genau. Aber das war schon viel Input. Tatsächlich auch Maschinen, die ich kannte und die ich nicht kannte. Das ist natürlich auch immer cool. Und ja, wie gesagt, vielen Dank. Hat Spaß ja. Gemacht. Ja, mir auch. Vielen Dank. Schön, dass du da warst. Ganz gerne öfter vorbei. Wir wollen ein bisschen schießen. Feuer frei. Sigi kann nicht sagen, wie es funktioniert. Weiß ich nicht, aber ich mache auf jeden Fall, ich muss jetzt hier mal ein bisschen, ich muss mal ein bisschen schießen. Ich muss mal irgendwas Gutes machen. Du hast bestimmt was Schönes für mich vorbereitet, oder? Also wir haben hier den Magazinschrauber von uns, von Max. Ein Vorteil ist, du kannst einmal auf Holzuntergrund schrauben oder Zielprofil, also Metalluntergrund. Ja. Den Nagel an sich kannst du umstellen mit den dementsprechenden Schrauben, entweder auf Holz oder auf Metall. Dementsprechend natürlich die Schrauben, Feingewinde, Grobgewinde. Ich sage jetzt mal gar nicht so viel zum Nagler. Versuch mal einfach selber und wir sehen, was passiert. Okay, alles klar. So, und da haben wir jetzt ja, okay. Das Problem. Es ist immer noch ein Nagler, ja. Also musst du wirklich, wenn man mit dem Gerät noch nicht ankommt, aufliegen, ne? Erstmal wirklich die zwei Daumen noch mitbenutzen und ein bisschen mehr Druck. Okay, dann hörst du auch, der Nagler hört sofort auf. Ja. Erst wenn du den Finger wieder runternimmst, siehst du hier, dass auch die nächste Schraube nachrutscht. Ja. Hast jetzt aber auch die Option, den Auslöser vorher gedrückt halten und hast Dauerfeuer. Da kannst du richtig mehr damit machen. Da kannst du richtig mehr damit machen. Wichtig ist halt immer ein bisschen mehr Druck. Das ist nicht schlecht. Das will ich ganz klar machen. Guck mal, jetzt macht der Tisch da noch Innenausbau. Ja, ist so, kein Problem. Ja, Trockenbau haben wir ja in der Ausbildung alles gemacht. Ne? Ja. Das ist ja geil.
Was hast du noch Schönes? Hier haben wir noch was für richtige Profis. Guck mal, das ist was für richtige Profis, habt ihr gehört? Da muss ich jetzt aber wirklich einmal dazu sagen, einmal Schutzbrille aufsetzen. Ja, das ist kein Problem. Ich mach einmal das mache ich ja eigentlich immer, ne? Egal was ich mache. So, und jetzt schießen wir hier mal richtig schön durch einen 11 mm Stahlträger. Ja, das... Ich zeig dir einmal, wie das klingt. Auf jeden Fall auch nach Profi. Ich mache jetzt einmal einen Schuss, danach machst du den nächsten Schuss. Ja, alles klar. Ich halte mir die Ohren mal zu. Ne? Ich, so, jetzt erwarte ich nicht erschrecken. Oh. Ja, die ist komplett durch. Kannst du das nochmal machen? Das fühlt sich auf jeden Fall gut an. Hast du schon gemerkt, du brauchst dich gar nicht drüber drauflegen, sondern kannst normalerweise auch mit ausgestreckten Armen. Wichtig ist nur nicht in der Mitte vom Schläger. Sehr gut. Also, wir brauchen noch was, und zwar, wir brauchen eine Bratwurst. Ja, vielen Dank, ne? Sehr gerne. Ich würde sagen, wir verköstigen uns jetzt bei Bier und Bratwurst, bei niemand. Das hat Spaß gemacht. So, und jetzt habe ich Hunger und Durst. Tschüss.